Hallo zu einem neuen Video. Heute sehen wir uns an, wie man eine XML-Datei mit den Integration Services in den SQL Server importiert und auf was man achten muss dabei. Bevor wir loslegen können, bitte ich euch, meinen Kanal zu abonnieren, damit ich euch noch viele weitere Videos bereitstellen kann. Und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Allgemein sei gesagt, dass Daten gerne im XML-Format in Datenbanken eingespielt werden. Sehen wir uns zunächst eine Beispiel-XML-Datei an. Wie hier zu sehen, befindet sich in der Kopfzeile die Information, dass es sich um eine XML-Datei handelt. Im Folgenden sind nun die einzelnen Elemente dieser XML-Datei angeführt. In dieser Beispieldatei sind es 100 Einträge und genau diese werden wir nun im Integration Services in den SQL Server einspielen. Wechseln wir nun zum Integration Services. Ich habe nun ein neues Paket erstellt und werde nun den ersten Schritt bzw. den ersten Datenfluss für die Einspielung anlegen. Ich wähle nun über die SSES Toolbox den Datenfluss-Task aus. Mache einen Doppelklick und kann nun die Detailinformationen für diesen Datenfluss hinterlegen. Dazu benötigen wir zunächst die Datenquelle der XML-Datei. Dazu bietet uns die Toolbox im unteren Bereich bei Weitere Quellen eine Komponente an, und zwar XML-Quelle. Diese ziehen wir nun in die Arbeitsfläche hinein und führen einen Doppelklick aus. Anschließend gebe ich nun den Pfad zu der XML-Datei an und erhalte nun einen Hinweis, dass ein XML-Schema, kurz XSD, notwendig ist. Was bedeutet das? Das bedeutet Folgendes, und zwar, damit ich diese XML-Datei in ein Tabellenformat übersetzen kann, benötigt es nun dieses bestimmte XSD-Format. Dieses kann ich nun mit dieser XSD-Code generieren, erstellen und habe nun vereinfacht ausgedrückt die entsprechende Übersetzung in ein Tabellenformat erstellt. Ein Blick auf die Spalten bringt uns zur nächsten Warnung, und zwar, dass alle Spalten automatisch auf EnvaChar 255 gesetzt worden sind. Ich kann diese noch genauer spezifizieren, wenn ich hier auf OK drücke, auch hier, und in den erweiterten Editor gehe und habe dann in der Rubrik Eingabe- und Ausgabeeigenschaften die Möglichkeit, nochmals die Ausgabenspalten in ein bestimmtes Dateienformat zu übersetzen, beziehungsweise auch die Dateilänge. In diesem Fall begnüge ich mich mit den vorgeschlagenen Einschränkungen und kann mich nun dem Ziel widmen. Ich wähle nun den Baustein für das Ziel, und zwar verwende ich nun die OLEDB. Erstelle eine Verbindung und gebe nun entsprechend meinen SQL Server an, in diesem Fall Localhost, und werde nun auch die Tabelle nochmals erstellen für diese Datenbank. Diese wird automatisch bereits in ein SQL Create Statement vorgeschlagen. Ich nenne diese vereinfacht XML-Datei, bestätige mit OK und kann mir bereits in den Zuordnungen die entsprechenden automatisierten Zuordnungen ansehen. Diese sind in Ordnung. Ich bestätige mit OK und kann bereits jetzt mit einem Task ausführen, die Daten dieser XML-Datei in den SQL Server importieren. Wechseln wir nun zum SQL Server und sehen uns die entsprechenden Einträge nun an. Und zwar befindet sich hier die eben erstellte XML-Datei. Selektiere diese
Und wie man sehen kann, habe ich nun den Dateninhalt dieser XML-Datei. Wie ihr seht, könnt ihr so relativ einfach und schnell eine XML-Datei in den SQL-Server importieren. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich versuche euch zu antworten. Tschüss, danke für eure Aufmerksamkeit und bis bald.